Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Penumbra im Halbschatten. Wir sind ja hier beim letzten Mal stehen geblieben. Och Gott, und ich muss mir erstmal richtig hinsetzen, weil mein Bürostuhl ist gestern kaputt gegangen. Was sehr, sehr interessant war. Was sehr, sehr schade ist, weil ich jetzt auf so einem Küchenstuhl sitzen muss. Und wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und haben irgendwas mitbekommen von... Da ist ein Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Wir haben irgendwas mitbekommen von einem Sprengsatz, den wir mit Sicherheit später mal brauchen werden. Und natürliche Psychopharmaka in der Todesmine. Forscher der Universität von Kopenhagen haben Vermutungen geäußert, dass bewusstseinsverändernde Chemikalien, die sich am Felsgestein ablagerten, die Ursache für die zahlreichen Selbstmorde in einer Mine in Grönland sein könnten. Die Universität, welche sich erst kürzlich durch eine Reihe revolutionärer auszeichnete, zeigte ein erstes Interesse an den Arbeitern der nordwestlichen Bleimine im letzten Jahr. Stein des Anstoßes war die auffällig hohe Selbstmordrate in der grönländischen Bevölkerung innerhalb der letzten 100 Jahre, die sich auf 46 Selbstmorde pro 100.000 Einwohner beläuft. Heilige Scheiße. Vergleiche mit Durchschnittswerten von 29 Selbstmorden pro 100.000 Einwohner scheint dies alarmierend. Experten diagnostizierten bei vielen der Minenarbeiter paranoide Schizophrenie im Frühstadium. Ah, das erinnert mich hier an Amnesia White Knight. Ihr erinnert euch an Grace und Dr. Sophia. Die in den Felsen abgelagerte Lysiaksäure, deren halluzinogene Wirkung erst kürzlich bestätigt wurde, könnte die Ursache für das ungewöhnliche Verhalten der Arbeiter sein. Zu den Vorfällen wollten sich nur wenige Einwohner äußern. Einige der Befragten hatten jedoch ihre eigene Erklärung parat. Wesenheiten, die von den Inuit als Tuurengeit bezeichnet werden und in den Bergen leben, hätten Besitz von den Arbeitern ergriffen. Die Universität führt derweil weitere chemische Untersuchungen durch. Weitere Ergebnisse werden demnächst erwartet. Interessant. Besonders auch interessant, dass das alles so um 17. August 1930, 1945, also es war alles so um die Weltkriege rum. Das ist sehr interessant. So viel Geschick steckt in diesem Ort. Von Menschen zu Papier gebracht, das nun hier verrottet. Ihr habt übrigens auch in die Kommentare geschrieben, dass ich das gar nicht mehr alles immer vorlesen soll, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas angucke, dass ich das nicht alles vorlesen brauche, aber meiner Meinung nach zählt das genauso dazu, wie wenn es Englisch wäre und ich das übersetzen muss. Dörrfleisch. Interessant. Einfach aus dem Grund, weil, keine Ahnung, ich meine, das zählt ja irgendwo dazu, dass ich euch das Spiel näher bringe. Und was haben wir hier? Eine Schreibmaschine. Wunderschönes Ding. So, hier haben wir eine kleine Schatztruhe, die aber verschlossen ist. Ist das zufälligerweise dieser Schlüssel? Haha. Das große Buch der Sprengstoffe. Ja, das würde ich auch gerne haben. Lunte, ungedeckte Stoppine. Ist die älteste, einfachste und zuverlässigste Art der Lunte, die auch heutzutage noch in der Pyrotechnik eingesetzt wird. Sie ist leicht herzustellen, da sie nur aus einem Faden und Schwarzpulver besteht. Warnung, die benötigten Chemikalien hinterlassen Flecken auf Kleidungsstücken. Bei der Verwendung der folgenden Materialien ist mit äußerster Sorgfalt vorzugehen. Zur Herstellung werden benötigt ein Faden, 10 Teile Schwarzpulver, 1 Teil Bakstrin. Ach, das ist das Bakstrin, was wir gefunden haben. Dafür brauchen wir das. 30 Gramm Schwarzpulver reichen für knapp 0,5 Meter Lunte. Okay. Der Faden muss mit einer dünnen Schicht Bakstrin bestrichen werden, die als Haftmittel dient. Danach kann der Faden vorsichtig in dem Schwarzpulver gerollt werden. Vor ihrer Verwendung sollte die Lunte ein paar Minuten antrocknen. Dynamit. Text unleserlich und eine längliche Form rollen und Papierwickel. Okay, das ist auf jeden Fall das Buch über Sprengstoffe. Das lese ich jetzt erstmal gar nicht alles vor, weil wir ja noch gar nicht wissen, ob wir das überhaupt in irgendeinem Sinne brauchen. Schmerzmittel. Ja, super geil. Hauptsache Schmerzmittel. Und noch ein bisschen Dörrfleisch. Dörrfleisch, das klingt schon so... Kann man das überhaupt essen? Wo ist denn Dörrfleisch? Riecht zum Anbeißen gut. Hm, dann. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Das ist auch eine schöne Gesundheit. Vermoderte Holzregal. Die Feuchtigkeit muss wohl von diesem dort oben Gitterstamm... Das war ein guter Satz. Die Feuchtigkeit muss wohl von diesem dort oben Gitterstamm... Der ganze Raum spitzt förmlich. Licht. Ich vermisse das jetzt schon. Licht. Unter freiem Himmel zu wandern. Dieser Ort setzt mir arg zu. Doch selbst wenn ich das Gitter erreichen könnte, ist es tief in den Felsen eingelassen. Keine Chance, es zu lösen. Ja, das ist jetzt aber eine pessimistische Einstellung. Das kriegt man bestimmt irgendwie los. So. Also, allein weil wir jetzt ein Buch gefunden haben, wie man Sprengstoff macht, sagt das mir irgendwie, dass wir irgendwas mit Sprengstoff zu tun haben und dass wir später definitiv irgendwas mit Sprengstoff, Gott, basteln müssen. Wir haben jetzt ja auf jeden Fall schon mal das Bakstrin gefunden. Damit müssen wir die Lumpe. Oh Gott. Himmel, ist hier unten jemand oder etwas? Ich kann hier nicht einfach rumstehen und warten, ich muss mich verstecken. Jo, da ist einfach so ein Hund. Verarsch mich, Alter. Warum ist da ein Hund? Seid ihr behindert? Boah, das sieht nicht aus wie ein gesunder Hund.
Nie im Leben hatte ich solche Angst. Ich kann jetzt noch mein Herz rasen hören. Sollte sich mir etwas bis auf wenige Schritte nähern, so muss ich mich dazu zwingen, wegzuschauen. Andernfalls gerate ich noch in Panik, errege Aufmerksamkeit und bin tot. Super. Ist auch eine super... Oh Gott. Warum müssen wir in der zweiten Folge schon auf Tiere treffen oder irgendwelche Monster? Das ist doch Kacke. Ich kann das nicht warten bis Folge 4, das war bei Outlast auch so. Outlast wurde erst richtig schlimm in Folge 3 oder 4. Da war die Verfolgung mit dem kranken Typen da. Ich erinnere mich noch ganz genau an das böse, böse Spielchen. Das Ding ist bei Horrorspielen auch immer, man hat immer die ganze Zeit immer richtig krass Angst vor diesen Viechern. Das ist 100% verschlossen. Das habe ich mir notiert. Man hat richtig krass Angst vor diesen Viechern, aber wenn es sich dann einmal getötet hat, dann hat man sogar keine Angst mehr davor. Aber so das erste Mal, wenn man so das... Boah. Krieg ich Gänsehaut. Ich habe übrigens wieder meine Totoro-Mütze auf. Ihr habt schon unterm ersten Part geschrieben. Oh Gott, heute ohne Mütze. Wie soll ich das nur aushalten? Ist übrigens sehr hilfreich, dass man sich so um Ecken lehnen kann. Was geht hier? Storage Room. Oh Gott, von wo? Von wo? Von wo? Ich habe von irgendwo den Hund gehört. Gottes Willen, ey. Ich habe auch gerade nur dezent Angst. Ganz wenig. Kann der bitte nicht so krasse Geräusche machen? Klingt ja wie ein Grizzly, Alter. Nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick scheint. Trotzdem könnte ich mir es als Wurfobjekt gute Dienste leisten. Sollte ich mich verteidigen müssen. Oh Gott, ich nehme mir erstmal einen Stein mit. Wenn jetzt irgendwas kommt, ich schmeiß diesem Hund diesen Stein ins Gesicht. Nee, aber hier ist, glaube ich, nichts. Gut, hier ist das Storage Room. Auf gut Deutsch, der Lagerraum. Okay. So, was haben wir uns denn nochmal notiert über den Lagerraum? Irgendwas war da. Und ich hab Schluck auf. Da steht's. Als Vorsichtsmaßnahme verwahre ich nun das Handbuch in einer Truhe in meinem Büro, sicher verschlossen, und trage den Schlüssel immer bei mir. Ja gut, das hatten wir ja schon, das Buch haben wir jetzt ja schon von ihm mitgekriegt. Nur einige alte Farbtöpfe, die vor langer Zeit eingetrocknet sind. Na, das ist nicht so ganz so gruselig. Das geht wohl noch klar. Was sind das denn für Steine? Ist das zufälligerweise... Oh, da ist bestimmt irgendwas drunter. Hallo? Hört ihr das? Hier kommen irgendwie so ganz kleine, komische Geräusche immer. So, hier ist nochmal irgendwie so eine komische Truhe, was auch immer das ist. Irgendwie habe ich jetzt auch herausgefunden, dass das Teil ist, was uns speichern lässt. Diesmal war es irgendwie anders, dennoch vertraut. Ich konnte die Kontrolle behalten, ja. Kontrolle, aber über was? Na gut, da fragst du den Falschen. Was ist das? Thule. Was auch immer Thule ist. Thule, Thule. Was passiert denn, wenn wir die Steine aus der... Ups. Aus der Kiste raushiefen. Gehen die da irgendwie raus? Können wir auch die Kiste verschieben. Siehst du? Ich sag doch, da ist irgendwas drunter. Ich wusste es. Aber wie macht man das Ding auf? Aha, schau mal an. So geht das auf. Aber wenn da schon Steine drauf lagen, irgendwas sagt mir, dass wir dann nicht darunter gehen sollten, weil... Ich weiß nicht. So, was haben wir hier? Verschlossen von der anderen Seite. Heißt das, dass dort noch irgendjemand hinter drin ist? Ich höre Flüstern. Gott sei Dank, vielleicht bekomme ich nun endlich einige Antworten. Jo, ich wäre jetzt nicht ganz so glücklich, wenn ich da einen sehe. Leeres Feuerzeug. Da ist so 100% jemand hinter. Was ist das für ein kranker Scheiß? Feuerzeug und Benzin gleich... Spinne zu verbrennen. Spinnen gleich tot. Okay. Vielleicht sagt mir das, dass ich mir am besten eine Spinne mit, ein Feuerzeug mitnehmen sollte, wenn ich irgendwo reingehe. Ist verschlossen. Ein Jammer. Hierhinter kommt das. Hierhinter kommen diese Spinnengeräusche her. Einige Schachteln mit rostigen Nägeln. Will ich jetzt einfach so hier runter? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich nehme den Stein zur Verteidigung mit. Hallo? Allein diese Stimmen, wo kommen die mal her?
Wie krank ist das bitte? Mann. Scheint, als ob dieser Keller schon vor einigen Jahren eingestürzt ist. Irgendwas hat sich hier vor kurzem durchgegraben. Um Himmels Willen, welche Kreatur hinterlässt bloß solche Spuren? Das soll eine Kreatur hinterlassen haben. Was war das denn für ein Killerwurm? Oh Gott. Oh Gott, eine Spinne. Ich mag keine Spinnen. Was ist das jetzt? Sagt mir das gerade, dass ich hier nicht reinlaufen sollte? Oh oh. Ich habe hier ein bisschen Angst. Das ist hundertprozentig die Leiter, mit der wir hier rauskommen. So. Warum denn Spinnen? Warum immer Spinnen? Ich hasse Spinnen. Die Leiter können wir mit Sicherheit hier irgendwie reinhaken oder so. Siehst du? Tada! I'm a genius. Die Frage ist jetzt, wenn da schon eine Spinne war und wir halt in unserem Feuerzeug noch kein Benzin haben und da oben schon stand, wir sollten ein Feuerzeug mitnehmen, damit wir hier nicht... Oh Gott. Oh Gott, ich will hier nicht rein ohne Feuerzeug. Oh Gott, was ist das? Ein schrecklicher Anblick. Gott sei Dank ist es mumifiziert, sonst wäre der Gestank wohl nicht zu ertragen. Das ist einer dieser Hunde. Richtig eklig. Boah, diese ganzen Geräusche von diesen ganzen Spinnen, ne? Ich raste gleich komplett aus. Was haben wir denn hier? Tag 1. Ich schreibe diesen Bericht hier in der stillen Hoffnung, dass die Arbeit, die wir hier unten in den vergangenen Jahren geleistet haben, irgendwann einmal von wissenschaftlichem Wert sein wird, trotz des Chaos, das in den letzten 6 Stunden hier ausgebrochen ist. Mein Ziel ist es, mich so lange in Sicherheit zu begeben, bis Hilfe hier unten eintrifft. Deshalb habe ich mich in der kleinen Werkstatt im verlassenen Teil der Mine eingeschlossen. Das war der Typ. Ich hoffe, dass mich die mageren Essensrationen noch eine Zeit lang am Leben halten werden und ich diejenigen, die mir nach dem Leben trachten, von mir fernhalten kann. Vielleicht ist diese Mine tatsächlich verflucht. Vor ziemlich genau 30 Jahren führte uns der Vorfall hierher und nun, 30 Jahre nach unserer Ankunft, scheinen sich die Ereignisse zu wiederholen. Tag 3. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass heute die Rettungsmannschaft eintreffen würde, nehme aber stark an, dass sie keine Ahnung von meinem derzeitigen Aufenthaltsort haben und sich deshalb um die anderen Überlebenden kümmern. Sollten sie morgen immer noch nicht hier sein, dann werde ich mich selbst auf die Suche nach ihnen begeben. Tag 6. Es war ein Fehler, auf Rettung zu hoffen. Auch war es ein Fehler, auf die Sicherheit dieser Mine zu vertrauen. Und ich hätte nie meinen Unterschlupf verlassen dürfen. Der dritte Fehler meinerseits, wie ich sich nun herausstellte. Ich habe die Werkstatt, in der mich die letzten 2 Tage in Sicherheit gewogen habe, freiwillig verlassen und mich in Gefahr begeben. Ich überprüfe die alten Wohnquartiere, fand jedoch kein Anzeichen für Leben. Ich mache mich auf den Rückweg zur Werkstatt, verlief mich jedoch dabei und fand mich plötzlich in einem mir völlig unbekannten Abschnitt der Mine wieder. Dort traf ich auf eine wilde Kreatur, die diese dunkle Mine scheinbar zu ihrem neuen Zuhause auserkoren hatte. Ich entschloss mich zur Flucht, wurde aber von weiteren dieser Biester in die Enge getrieben und verstaucht mir dabei meine Knöchel. Einige Zeit lang suchte ich Schutz in der Dunkelheit, entdeckte dann aber durch Zufall eine Tür, die in den kleineren, ungenutzten Bereich der Mine führte. Den Schlüssel für die Tür bewahre ich nun in meiner Tasche auf. In diesem Bereich versteckte ich mich dann in einem Lagerraum, der mir einige Zeit lang Schutz bieten sollte. Dieser Ort ist der reinste Irrgarten. Was habe ich dadurch gelernt? Ich werde mich so schnell nicht mehr nach draußen herumtreiben. Nicht bevor ich sicher bin, dass dort draußen keine Biester mehr herumstreuen. Tag 9, Alter, wie lange hat der denn gelebt? Eine Rettung wird immer unwahrscheinlicher, die Vorräte gehen zur Neige. Viele Spinnen hier, ich hasse Spinnen. Tag 34. Der hat so 34 Tage alleine überlebt, was ist für ein komischer Mensch, das ist Bear Grylls. Ich habe heute Morgen beim Aufwachen mit Entsetzen feststellen müssen, dass eines dieser achtbeinigen Viecher in meinem offenen Mund gekrabbelt ist. Bah, während ich schlief. Überraschend und reflexartig schluckte ich das Ding runter. Ich mache mir keine großen Sorgen über die Tatsache, dass ich eine Spinne verschluckt habe, aber was, wenn diese Art zu den giftigen Spinnen zählt? Ich weiß, recht unwahrscheinlich so tief unter der Erde, trotzdem beunruhigt mich der Gedanke. Tag 35. Ein Gift hätte sich mittlerweile schon bemerkbar gemacht, also kann ich relativ beruhigt in den Tag starten. Endlich mal etwas Positives nach all diesem Schrecken. So abstoßend es klingen mag, aber durch das Verschlucken der Spinne ist mir eines bewusst geworden. Ich werde hier unten so schnell nicht verhungern. Geil, kannst ja Spinnen essen. In der Not frisst der Teufel bekanntlich Fliegen oder eben Spinnen. Heute werde ich den Bereich unterhalb dieses Lagerraums erkunden und mehr über den natürlichen Lebensraum dieser Viecher herausfinden. Tag 50. Mein Proviant ist aufgebraucht. 4 Tage lang ernähre ich mich nun schon von den kleinen Spinnenkörpern. Es ist gar nicht so einfach, genügend von den Krabbeltierchen für eine anständige Mahlzeit zu sammeln. Durch einen Zufall jedoch, die Batterien meiner Taschenlampe gaben den Geist auf, fand ich heraus, dass die Spinnen Dunkelheit bevorzugen. In absoluter Dunkelheit brauche ich also nur mit offenem Mund dazuliegen und darauf warten, dass mir sich mein Essen von ganz alleine zu mir begibt. Gott, wie eklig.
Was ist das da hinten? Dieser heiße Dampf kann innerhalb von Sekunden Fleisch von einem Knochen schälen. Ich weiß das, ich habe sowas schon einmal miterlebt. Jo, was hast du denn bitte miterlebt? Dir wird so Fleisch von den Knochen gezehrt, bist du irre. Ja, dann können wir da wahrscheinlich nicht drunter herlaufen, ohne dass wir da knapp ver... Können wir drunter her? Irgendwie haben wir es geschafft. Okay, was haben wir hier? Tag 71. Oh, der hat sogar doch noch weiter geforscht. Meine frühere Analyse, was die Giftigkeit meiner kleinen Zimmergenossen betrifft, war scheinbar falsch. Nach einer gründlichen Autopsie gehe ich nun davon aus, dass jede dieser Spinnen eine kleine Menge natürlicher Chemikalien in sich trägt, die sich bei regelmäßiger Einnahme als psychotrop, ja vielleicht sogar als tödlich erweisen könnte. Meine einzige Chance besteht nun darin, mich auf die Suche nach Lebensmitteln zu begeben. Dagegen spricht allerdings, dass ich erstens keine funktionierende Lichtquelle mehr besitze, zweitens meinen Verschlag nicht mehr verlassen wollte, bis die Umgebung absolut sicher ist, und drittens, die Spinnen richtig lecker schmecken. Ja, wenn sonst nichts ist. Tag 100. Die gekratzten Markierungen in den Wänden und meine dahingekritzelten Tagebucheinträge lassen mich zu dem Schluss kommen, dass heute der 100. Tag meines unfreiwilligen Einsiedlerlebens angebrochen ist. Im Laufe des letzten Monats wurden meine kleinen essbaren Freunde immer aggressiver und haben nicht nur an Population, sondern auch an Größe zugenommen. Ob dies mit meinem Eindringen in ihr Ökosystem zu tun hat, vermag ich nicht zu sagen. Wenn sie jedoch noch weiter wachsen, dann werden sie bald zu groß sein, um durch die Schlitze in den Wänden zu krabbeln. Was sind das für Spinnen? Falls ich hier nicht mehr lebend rauskomme, so hoffe ich jedoch, dass meine Aufzeichnungen von der Wissenschaft anerkannt werden und einen Beitrag zu dem Verständnis dieser faszinierenden Kreaturen leisten können. Jo, Hauptsache. Würde mich die Größe der Bruchstücke nicht so verunsichern, dann würde ich sagen, es handelt sich hierbei um Eierschalen. Jo, wenn das ein Ei ist, dann läuft hier unten ja eine Spinne des Jahrtausends rum. Ohne Witz, ich habe echt Angst, hier reinzulaufen. Was geht hier ab? Wo sind wir denn jetzt? What? Endlich, das müssen die Überreste des Kellervorratsraumes sein. Das Schloss hat auch schon bessere Tage gesehen. Das können wir doch bestimmt mit dem Hammer kaputt machen, oder? Hoffen wir einfach mal. Yep. Okay, wow. Diese ganzen Spinnengeräusche, ne? Ich raste ihn raus. Ein Nachfüllbehälter mit Feuerzeugbenzin. Schau mal einer, guck. So, Ach, zip. So, jetzt sollte das Feuerzeug wieder funktionieren. Ich glaube, ich packe mir das mal so auf die einzelnen Leisten hier oben. Ich meine, wenn ich die schon habe, kann ich die auch bestimmt auch benutzen. Was ist hier sonst noch? Batterien. Batteries. So, okay. Also wenn wir 1 drücken, können wir das dann auch benutzen. Hier haben wir ein bisschen Fleisch, aber sonst ist hier nichts mehr hinter. Das Teil da können wir nicht mitnehmen. Gut, dann wollen wir mal zurück. Auch wenn mir irgendwas sagt, dass auf dem Rückweg jetzt gleich eine Spinne mich hier angreifen wird. Ich weiß es doch jetzt schon. Ich weiß es doch jetzt schon. Nee, da laufe ich noch nicht runter her. Ich laufe viel zu spät. It hurts a little bit. So, aber irgendwie kamen wir jetzt hier raus, ohne dass wir das Feuerzeug gebraucht haben. What the fuck? Da wurde gerade auf jeden Fall ein Mensch zerfetzt. Oh Gott, Mann. Ich glaube, hier wurde jemand entlang geschleift. Ich habe noch nie so viel Blut auf einmal gesehen. Ich, so viel zu meiner Chance, endlich ein paar Antworten zu bekommen. Wer zum Teufel steckt noch hier unten? Ich glaube, da waren gerade zwei Texte, die sich ineinander verschnitten haben. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Tag 200. Es ist nun schon einige Zeit her, dass ich die letzten Fundorte... Der hat über ein halbes Jahr da gelebt. Was ist das für ein Mensch? Dass ich die letzten Fundorte von Spinnenbrutstätten verzeichnet habe. Spinnen, mit denen ich die letzten 8 Monate hier unten verbrachte. Spinnen, von denen ich mich in Acht nehmen muss, da ihr Verhalten in letzter Zeit mehr und mehr an Aggressivität gewinnt. Ich habe versucht, den Haupteingang zu ihrer Bruthöhle zu verbarrikadieren und mich in einem kleineren Raum oben drüber versteckt. Der einzige mit einem noch funktionierenden Schloss. Ein anderer Grund, weshalb ich in letzter Zeit nichts zu Papier gebracht habe, ist die kleine Operation, die ich leider selbst an mir vornehmen musste. Ohne Betäubungsmittel, versteht sich. Aber auch wenn ich welches gehabt hätte, so wäre die Gefahr zu groß gewesen, mit benebelten Sinnen
gezwungen, einen schwerwiegenden Fehler während des Eingriffs zu begehen. Mithilfe meines Taschenmessers konnte ich erfolgreich die Amputation durchführen. Oh Gott. Ich hatte zuvor die Bildung einer dicken zahnflüssigen Substanz auf meiner Zunge festgestellt. Zähflüssigen, nicht zahnflüssigen. Die wahrscheinlich durch Aufnahme giftiger Substanzen erfolgte. Tag 300, ein weiterer Tag ist angebrochen. Es kommt mir vor, als sei ein ganzes Jahrhundert seit meiner Flucht hierher verstrichen. Zum Zeitpunkt meines letzten Eintrags spielte ich sogar mit dem Gedanken, zu dem Ort meines Aufbruchs zurückzukehren. Das Schicksal, das mich dort erwartet hätte, wäre sicherlich weitaus weniger schlimm gewesen als dieses hier. Eine Rückkehr ist jedoch nicht möglich, da vor kurzem ein weiterer Teil des Höhlensystems einstürzte und mir den Weg versperrte. Ich musste umkehren und mich hierher zurückziehen. Hier sitze ich nun und lausche meine kleinen, aggressiven Freunde, die an der Tür meines Gefängnisses kratzen. Was zur Hölle? Was hat er denn bitte durchlebt? Guck mal, hier sind auch nochmal so Zeichnungen. Von so Spinnen. Die Eier, das ist eine kleine Spinne, die wird größer und die wird noch größer. Also es sind Spinnen, die wohl immer an Größe dazu gewinnen können. Gar nicht krank oder so. Na gut, ich würde sagen, das wär's für die zweite Folge von Penumbra im Halbschatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich eine positive Bewertung dalassen. Und ich hoffe, ich sehe euch morgen wieder um 15.30 Uhr. Und... das wär's auch schon. Bis dann. Tschüss mit Ü. Kapuh.